Herzlich willkommen, lieber Wassermann, zu deiner Tarotkartenlegung für die 43. Kalenderwoche, der Woche, die am 23. Oktober beginnt und bis zum 29. Oktober geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond bis zum 28. Oktober. Da haben wir dann einen Vollmond und bis dahin spitzen sich die Energien so ein bisschen zu. Lieber Wassermann, wir wollen uns mal anschauen, wie deine Woche werden wird und was die Karten zu deiner Woche sagen werden. Schauen wir mal, was die Karten uns so sagen. Lieber Wassermann, wie wird deine Woche? Okay. Für diese Karte habe ich das Wandering Star Tarot verwendet und für die Hauptlegung verwende ich das Crowley Deck, wie immer. Es zeigt sich noch keine Energie, aber das wird gleich schon. Da haben wir die Energie. Dann verwende ich noch das keltische Tarot. Und eine Karte noch vom Mondorakel. Die brauchen wir noch. Okay, schauen wir mal. Was haben wir hier? Die Gerechtigkeit, die 11. Karte der großen Arkana, spricht von viel Lebensfreude, ne? Du möchtest dir einen Platz an der Sonne verschaffen. Du möchtest mehr Zufriedenheit oder sagen wir mal so deine Leidenschaft ausdrücken, ne? Du hast hier sehr viel Feuer und möchtest dieses Feuer in Taten sprechen lassen, Taten sprechen lassen einfach. Dafür bist du auch bereit, dich gewissen Herausforderungen zu stellen und bist furchtloser als sonst, ne? Bist auch bereit, dich mit einem Pro und Contra auseinanderzusetzen, ne? Gerechtigkeit spielt hier eine große Rolle. Du versuchst über Taten eine gewisse Gerechtigkeit zu erzielen und somit auch in deinem Leben eine gewisse Balance zu schaffen. Dich einfach auch mit dem Leben als solches auseinanderzusetzen, ne? Mit allen Pro und Kontras. So dass es dir eigentlich auch gar nicht darum geht, wie viel Erfolg du erzielst, sondern dass du das tust. Das ist wichtiger, als was daraus resultiert. Und wir schauen mal. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Und es geht hier um Herzenswünsche. Ja, ich glaube, diese Legung erinnert mich sehr stark an die Legung von der letzten Woche. Ne, da spielte der Stern und diese Karte hier auch eine wichtige Rolle. Und ich glaube, diese Situation vollzieht sich noch ein wenig in dieser Woche weiter. Bis zum Vollmond, ne? Weil das war ja auch die 42. Kalenderwoche, war ja auch das erste Quartal. Jetzt kommt also das erste, nicht das erste Quartal, aber so das erste Viertel vom, doch, das ist dann, Entschuldigung, wenn ich heute ein bisschen verwirrt bin. Aber also die erste Phase vom Vollmond, von der Mondphase. Und jetzt kommt die zweite, ne? Bis dann, also wir haben ja eine gesamte Mondentwicklung, ne? Von einem Neumond zum Vollmond. Und diese beiden Wochen hängen miteinander zusammen. Also es geht hier darum, dass du weiter daran arbeitest, deinen Träumen näher zu kommen, deine Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Dass du hier gezielt für etwas kämpfst, für deine Liebe, für das, was du liebst auch und für den du liebst oder die du liebst, ne? Also
Es kann sich hier um eine Situation drehen, die dein Privatleben und Berufsleben gleichermaßen betrifft. Hier zeigt sich ein Ritter der Scheiben und das ist vielleicht diejenige Person, um die es in deinem Leben geht. Der Ritter der Scheiben ist eine Erdperson und es könnte sich hier um ein Erdzeichen handeln, Stier, Steinbock, Jungfrau. Aber natürlich könnte diese Person auch jedes andere Sternzeichen haben, ne? Und es geht dann um die Erdanteile dieser Person. Und oft widerspiegelt der Ritter der Scheiben, kann auch eine weibliche Person sein, ne? Widerspiegelt diese Karte oft auch einen stabilen Beziehungspartner, einen Ehepartner, einen loyalen Freund, der immer an seiner Seite ist, ne? Eine sehr stetige Person, sehr zuverlässige Person. Vielleicht geht es auch darum, dass du mehr zu so einer Person bist, eine Person, die auch sehr verbindlich sein kann. In der Arbeit ist der Ritter der Scheiben sehr stetig, sehr fleißig, sehr pflichtbewusst und kontinuierlich, ne? Ein Mensch, dem es auch in gewisser Hinsicht um Macht geht, um Einfluss. Wir schauen mal. Aber der Stern spricht eben von der Zukunft, ne? Von neuer Inspiration und Kraft, die du bekommst in Gedanken auf deine Zukunft, ist ein Zeichen dafür, dass du optimistisch gerade in die Zukunft blickst und dir auch Ideen kommen, was deine Herzenswünsche, deine Träume sind und womöglich dir selbst, also auch diese Träume bald erfüllen kannst, ne? Im Laufe dieser Woche oder dass sich eine Situation einstellt, die sich wie eine Wunscherfüllung anfühlt. Der Ritter der Scheiben, was denkt diese Person? Ja, sehr unterschiedliche Energien sehen sich hier. Du hast es hier auf jeden Fall mit einer Person zu tun, die mit sich selbst im Einklang ist, ne? Die auch in der Regel friedliche Beziehungen pflegt und die auch daran Interesse hat, friedliche Beziehungen zu pflegen, ne? Zu rationalen Einigungen zu kommen. Ein Mensch, der in Gedanken in sich ruhend ist. Ja, aber dennoch, dieser Mensch ist gerade dabei, sehr große Umwälzungen in seinem Leben zu vollziehen, alles nochmal auf den Kopf zu stellen, sein Leben von Grund auf neu zu strukturieren, vielleicht auch wirklich an der Lebensführung, an der Lebensweise und Gestaltung zu arbeiten und hier wirklich vieles ändert, ne? Da kann auch ein Jobwechsel eine Rolle spielen, Positionswechsel oder ein Wohnungswechsel, Wohnortswechsel. Also es sind halt schon tiefgreifende Veränderungen, an die dieser Mensch denkt. Und für dich als auch für diesen Menschen, du könntest ja auch dieser Mensch sein, ne? Also nicht völlig ausgeschlossen, dass der Ritter der Scheiben sich auf dich bezieht. Es ist auf jeden Fall so, dass du für dich und oder für den anderen Menschen, ne, also wenn es hier um einen anderen Menschen geht, das wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung ist, ne? Also es ist so eine Herausforderung, diese Veränderung umzusetzen, dass man hier wirklich an die Existenz geht, ne? Also irgendwie sich mit wirklich seinen tiefsten Ängsten dafür auseinandersetzen muss. Aber natürlich ist das besonders zielführend und birgt viel Potenzial für persönliches Wachstum, ne? Also gerade wenn man an seine tiefsten Ängste geht, sich diesen Ängsten stellt. Du bist ja sowieso hier sehr mutig und bist sicherlich bereit, ja, dich damit auch auseinanderzusetzen und eben an dir zu arbeiten und zu wachsen. Denn du spürst einfach vom Herzen her, von deiner Intuition auch her, dass das Richtige für dich ist, dass du das jetzt willst und dass vielleicht auch nur dieser Weg dich glücklich machen könnte. Und naja, sein Glück ist es manchmal wert, sich einfach mit so tiefen Ängsten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, wenn du es hier mit einem anderen Menschen zu tun hast, sieht dieser Mensch das genauso wie du. Ja, es ist hier eine große Herausforderung und hat viel damit zu tun, dass man auch ehrlich mit seinen Gefühlen ist.
Und diese auch schon allein sich selber eingesteht, ne? Sich selber eingesteht, was man eigentlich wirklich braucht im Leben. Das ist manchmal schon schwer genug. Es geht hier vielleicht auch darum, etwas, also Gefühle zu zeigen, ne? Jemandem seine Gefühle zu gestehen oder vielleicht auch Probleme anzusprechen, ne? Die große Gefühle in sich selber auslösen. Der Mond ist oft eine Herausforderung, die einen im Vorfeld eher nervös macht, mehr nervös macht, als es notwendig wäre. Denn der Mond deutet auf so eine Schwellenangst hin. Man ist nervös, aber sobald man diese eine gewisse Schwelle überschritten hat, wirkt die Angst wie verpufft. Man könnte es auch mit Lampenfieber vergleichen, ne? Vielleicht hast du hier einen sehr wichtigen Termin, einen wichtigen Auftritt. Sehr vieles ist hier möglich, ne? Im Konkreten. Wir schauen mal weiter. Also ich finde auf jeden Fall, lieber Wassermann, deine Legung scheint recht spannend zu sein. Also du hast in einer gewissen Hinsicht in deinem Leben eine sehr gute Lösung gefunden. Vielleicht, es ist dir auf jeden Fall gelungen, in der letzten Zeit Widersprüchliches in deinem Leben auf gekonnte Art und Weise miteinander zu verbinden und in ein Gleichgewicht zu bringen. Das kann zum Beispiel auch eine gute Work-Life-Balance sein, dass du hier auch es dir gelungen ist, verschiedene Aufgabenbereiche gut unter einen Hut zu bekommen. Vielleicht hast du hier auch eine Lösung für ein Problem kreiert, ne? Vielleicht hast du dir etwas Neues in deinem Leben umgesetzt, was sehr gut jetzt funktioniert, was einige Probleme ja gelöst hat, ne? Auf jeden Fall sieht man hier deutlich, dass diese kreative neue Idee, kann auch sehr kreativ sein, ja natürlich, auch zu einem inneren Frieden bei dir geführt hat, ne? Dass du mehr bei dir angekommen bist, dass du auch wirklich hier eine Balance in deinem Leben dafür gefunden hast, dass ich etwas ist hier schon in Frieden gekommen. Und das ist sehr, sehr gut. Ja, wir schauen mal, wie es weitergeht. In deinen Gedanken eine Prinzessin der Schwerter. Und auch hier gilt das Gleiche wie für den Ritter der Scheiben. Entweder verweist diese Energie auf dich und oder auf eine andere Person in deinem Leben. Und die Prinzessin des Schwerters ist eine Hofkarte im Element Luft. Es geht hier also um ein Luftzeichen womöglich. Und lieber Wassermann, du bist ja ein Luftzeichen. Es könnte aber auch Waage oder Zwilling sein. Und natürlich auch ein anderes Sternzeichen. Vielleicht ein Mensch, der inspiriert ist von deiner Luftenergie. Oder eben du als diese Person. Eins steht fest, über diese andere Person oder dich als diese Person wirst du dir in dieser Woche viele Gedanken machen. Die Prinzessin der Schwerter ist auf jeden Fall eine Person mit vielen Ideen. Und diese Ideen sind oft auch unkonventioneller Natur. Diese Person ist auch bereit, die Welt zu hinterfragen, ne? Ihre eigene Wahrheit zu finden, möchte auch Tabus ansprechen und sie damit auch brechen. Ein rebellischer Charakter, ne? Kann sich auch auf eine männliche Person beziehen, die einfach eine Person, die auch ja eben unkonventionelle Ideen hat und auch gern nach unkonventionellen Maßstäben lebt. Und im Gegensatz zum Ritter hat diese Person auch etwas Jugendliches, ne? Es geht hier vielleicht auch darum, dass du dich selber ein bisschen jugendlicher, ein bisschen leichter fühlst oder dein Gegenüber, ne? Ja, es geht hier darum, auch die Gefühlswelt wieder neu zu beleben und auch einen neuen Bezug zu der Liebe zu entdecken. Ja, diese Prinzessin der Schwerter wird dies auf jeden Fall tun, dass sie neue Liebe für sich entdeckt, neue liebevolle Gefühle für jemanden und auch für sich selbst entwickeln wird und diese Gefühle auch auf einer neuen Ebene spürt und dann auch verstehen lernt. Also, es
Man findet hier auch einen neuen Anfang auf der emotionalen Ebene. Ja, und hier zeigt sich ein Ritter der Kelche. Und dieser Ritter der Kelche kann natürlich sehr gut mit dem Ritter der Scheiben verknüpft sein. Ne, dann haben wir hier schon doch eine Paarsituation wahrscheinlicher Weise. Ne? Natürlich kann euer Verhältnis auch familiär oder freundschaftlich sein. Auch auf der Arbeit wäre das möglich, wenn man hier ein sehr inniges Kollegium hat, ne? Aber ich sehe doch in vielerlei Hinsicht hier etwas Partnerschaftliches. Hier haben wir eine Wasserperson. Es ist auf jeden Fall eine Person, die der Prinzessin der Schwerter gegenüber ihre emotionale Seite zeigt. Womöglich, weil diese Person ein Wasserzeichen ist, Fische, Krebs, Skorpion. In der Kombination mit Erde sind wir hier besonders bei Krebs oder Steinbock. Ja. Hier findet auf jeden Fall eine Belebung der Beziehung statt, eine Intensivierung auch, dass hier etwas emotional hinzukommt. Und dir, lieber Wassermann, wird das sehr bewusst in dieser Woche auffallen, dass das so ist. Natürlich, es könnte auch sein, dass das rein arbeitstechnischer Natur ist, ne? Und diese Prinzessin der Schwerter sich womöglich in den Ritter der Kelche verwandeln wird. So könnte man das auch interpretieren. Und dann geht es womöglich um eine Tätigkeit, bei der es auch um soziales Engagement geht und um Ideologie, ne? Um etwas Allgemeineres. Und das ist diese Prinzessin der Schwerter sehr zufriedenstellt, an diesen hohen Idealen zu arbeiten. Und ich denke, es geht dann hier auch viel darum, diese ideelle Arbeit auch in Anbetracht der Zwischenmenschlichkeit ein bisschen mehr zu betrachten, ne? Dass es hier einen Reifungsprozess gibt, dass man das nicht rein allgemein theoretisch einordnen soll, sondern eben auch diese soziale Tätigkeit, das soziale Miteinander, die ganzen Gefühle da, die dabei bestehen, hier noch weiter mit einbeziehen wird. Um sowas könnte es hier auch gehen. Kann auch etwas Kreatives sein, ne? Aber auch dann, auch jegliche kreative Art hat auch mit den emotionalen Miteinander zu tun, ne? Und dass es hier einfach hier eine Gelegenheit gibt, zu reifen, beruflich, ne? Das wäre jetzt eine berufliche Möglichkeit, wie man diese Karten interpretieren könnte, ne? Aber ich denke, lieber Wassermann, in den meisten Fällen ist hier schon eine romantische Situation beschrieben. Ja, interessant, denn das alles, was hier passiert, ist nur eine Vorbereitung auf einen neuen Weg in deinem Leben, der vor dir liegt. Und dieser neue Weg in dein Leben wird dich zu einem späteren Zeitpunkt sehr plötzlich nach vorne bringen in eine gewisse Richtung, ne? Und im Moment ist noch so eine Entscheidungsfindung, wo diese Reise wirklich hingehen wird. Und du hast hier noch vieles selbst in der Hand, um herauszufinden, was du persönlich wirklich willst. Die Inspiration ist voll und ganz um dich herum. Und du hast eben die Wahl, dich weiter inspirieren zu lassen oder schon einige Entscheidungen zu treffen. Ich denke, das sind sowieso auch Herzensentscheidungen, aber da können auch einige Kopfentscheidungen dabei sein. Und gerade wenn es hier um etwas Partnerschaftliches geht, ist es natürlich sehr schön, wenn man auch über die gemeinsamen und unterschiedlichen Ziele redet, ne? Es ist sehr, sehr wichtig in einer Partnerschaft eine gemeinsame Vision zu haben, um hier einen gemeinsamen Weg zu wählen, ganz bewusst. Ja, lieber Wassermann, entweder hast du schon eine Ahnung, um was es hier gehen könnte, oder die entscheidende Idee wird erst noch kommen, ne? Aber es gibt dir schon eine gewisse Aufbruchsstimmung in deinem Leben und sogar in gewisser Hinsicht eine Vorfreude auf das, was da kommen mag. Ob sie jetzt so bewusst bei dir ist oder noch so eher als Ahnung empfunden wird. Also jetzt haben wir hier alle möglichen Hofkarten, ne? Hier zeigt sich, dass du dann
in naher Zukunft im Laufe der Woche auf einen Prinzen der Stäbe stoßen wirst. Und vielleicht ist das noch eine weitere Person, ne? Vielleicht ist diese Person aber auch mit einem dieser Personen irgendwie verknüpft. Hier haben wir eine Person des Feuers, ne? Widder, Löwe, Schütze wäre möglich. Auch jemand, der sehr verbindlich ist. Es gibt hier einen verbindenden, etwas Verbindendes zwischen euch, ein verbindendes Band. Deswegen würde ich hier vermuten, dass dieser Prinz der Stäbe schon sehr lange in deinem Leben ist. Wenn du eine Familie hast, kann es auch sein, dass der Prinz der Stäbe ein Sohn oder eine Tochter von dir ist. Dann ist es natürlich klar, dass hier Verbindlichkeit eine große Rolle spielt, ne? So sollte es zumindest sein. Kann aber natürlich auch jemand sein in deinem Leben, der dir gegenüber eine etwas oder im Moment vor allem, im Moment eine eher unreife Seite von sich zeigt. Das kann gut sein, ne? Es ist auch manchmal wichtig, dass wir auch uns wieder lösen und wieder von vorne anfangen und uns auch unerfahren auf kindliche Art und Weise unserer Umgebung wieder nähern. Es kann aber natürlich auch ein Hinweis sein, dass dieser Mensch aktuell auch etwas unreif ist tatsächlich, ne? Oder unreife Verhaltensweisen an den Tag zeigt, die womöglich auch gar nicht so gut für ihn sein könnten, ne? Oder sie. Es kann hier auch eine weibliche Person sein. Auf jeden Fall ist der Prinz der Stäbe eine sehr dynamische Person, eine sehr abenteuerliche Person, die auch ja immer sehr schnell das tut, was diese Person sich in den Kopf setzt, ne? Aber immer unterwegs ist, auch sehr oft gute Laune verströmt, auch selber oft nach Spaß und Vergnügen sucht, auf jeden Fall das eigene Begehren zum Ausdruck bringt. Es könnte natürlich auch sein, lieber Wassermann, dass du selbst ein wenig zu dieser Energie wirst, ne? Dass du hier selber die Gelegenheit hast, deine etwas unreifen Feueranteile in dir auszuleben, ne? Ich meine, bist du hier dann sicherlich viel unterwegs. Vielleicht kündigt das hier auch eine Reise an, ne? Als Prinz der Stäbe kann man gut auf Reisen sein. Und der Prinz der Stäbe sucht auch nach Abwechslung, nach neuen Abenteuern, ne? In manchen Fällen kann der Prinz der Stäbe auch für eine Affäre in sein Leben stehen, ne? Oder vielleicht wirst du mit deinem Partner sowas wie eine kurzweilige Affäre erleben, ne? Das geht ja auch. Also, aber ich denke mal, es geht hier um mehr als eine kurzweilige Affäre, denn es geht hier, glaube ich, darum, sehr viele Ideen umzusetzen. Auch vielleicht für diese Ideen oder für die Umsetzung dieser Ideen auch geduldig zu sein und hier mehr auf Kontinuität zu setzen. Womöglich geht es hier auch darum, andere von den eigenen Vorhaben zu überzeugen und sehr aufmerksam mit anderen Menschen über die eigenen Ziele und Pläne und Ideen zu kommunizieren. Ja, und hier zeigt sich ein Prinz der Kelche, ne? Also sehr viele Hofkarten sind immer ein Hinweis darauf, dass du es mit vielen Menschen zu tun hast und dass du auch selbst, lieber Wassermann, viele verschiedene Seiten von dir zeigen musst, weil du halt einfach vielen verschiedenen Menschen triffst, ne? Es ist ja auch so, gerade Wassermänner, aber auch jeder Mensch passt sich ein wenig dem Gegenüber an, ne? Man redet mit oder verhält sich gegenüber verschiedenen Menschen auch auf verschiedene Art und Weise. Jetzt weiß ich nicht, es gibt von diesen Menschen, es gibt hier eine emotionale Person und eine dynamische Person. Oder vielleicht ist es auch die gleiche Person. Besonders bei Löwe oder Skorpion könnte das gut die gleiche Person sein. Ja, auf jeden Fall scheint es mir so, als wenn das jetzt hier eine andere Person in deinem Leben ist, dass hier viele gute Ideen in der Kommunikation mit diesen Menschen zusammenkommen können
und dieser Mensch auch jemand ist, der aufmerksam zuhört, auch bereit ist also auch offen ist für neue Ideen, ne? Auch bereit ist, so gesehen von dir zu lernen oder von deinen Ideen zu lernen. Und aufmerksam zuzuhören und im Austausch, im kommunikativen Austausch hier auch etwas umzusetzen. Also die Zusammenarbeit mit diesen Menschen scheint überaus inspirierend für euch beide zu sein. Und mindestens eine von euch beiden wird auch dadurch zu einer emotionaleren Person, ne? Also entweder dieser Mensch und oder auch du. Also hier geht es auch um etwas Emotionales, definitiv, ne? Etwas, was irgendwie, ja, die emotionale Seite mindestens einer Person zum Vorschein treten lässt. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, wenn das hier eine andere Person in deinem Leben ist, zeigt sich hier auch Verbindlichkeit, ne? Also, dass hier doch ein starkes Band zwischen euch beiden ist. Du selbst scheinst hier sehr bereit zu sein für einen Schritt nach vorne, für einen mutigen Schritt nach vorne. Das passt hier sehr gut mit dem Mond zusammen, ne? Dass du hier doch ziemlich entschlossen bist. Du wärest auch bereit, für ein gewisses Ziel auch einen Alleingang zu wagen. Es scheint mir aber auch überhaupt nicht notwendig zu sein, ne? Und ich glaube, du wirst das gar nicht in Erwägung ziehen, aber du wärest sogar auch bereit dafür, für deine Ziele einen Alleingang zu riskieren. Ne? So entschlossen bist du einfach. Und du unterschätzt die Schwierigkeiten nicht. Du bist auch bereit, dich mit Schwierigkeiten auseinanderzusetzen. Das ist auch positiv. Zeigt sich hier womöglich auch eine etwas harte Energie, ne, in der man auch sehr viel Strenge zeigen könnte, sich selbst gegenüber auch. Aber in einem gewissen Maß ist das ja durchaus auch sehr sinnvoll, ne? Man sollte es nur nicht so übertreiben damit. Ja, du bist entschlossen, dein Gegenüber womöglich eher unentschlossener. Ne? Vielleicht gibt es da doch einige Zweifel oder Unentschlossenheit. Ne? Also, aber es hängt natürlich auch von der Relation ab. Wenn du, also du bist auf jeden Fall sehr entschlossen und dann ist das natürlich irgendwie, könnte es natürlich sehr gut sein, dass dein Gegenüber, unabhängig davon, wie eure Beziehung ist, einfach in einer Relation zu dir unentschlossener wirkt. Aber vielleicht gibt es hier tatsächlich noch wichtige Fragen zu klären, einen wichtigen kommunikativen Prozess, der euch beide auch bestimmte Einsichten zuteil werden lässt, die womöglich wichtig sein werden für euer weiteres Vorgehen. Eine wichtige Einsicht, eine wichtige Erkenntnis, ne, die halt nur dadurch entstehen kann, weil halt eine gewisse Unentschlossenheit besteht. Also da können auch viele Fragen durch deinen Gegenüber entstehen. Das kann aber durchaus sinnvoll sein, ne? Auch wenn es dann kurzweilig so sein könnte oder sich auch für dich so anfühlen könnte, als würde das eher den ganzen Prozess blockieren. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, ein bisschen Geduld hier walten zu lassen und sich alles nochmal in Ruhe und im Vorfeld zu überlegen. Und auf jeden Fall sollte es dich darin bestärken, diese Kommunikation zu suchen, ne? Und nochmal alles genau zu besprechen und nochmal dir alles gemeinsam mit den anderen Menschen durch den Kopf gehen zu lassen. Denn da könnte dann doch eine wertvolle Einsicht, eine wertvolle Erkenntnis für dich bereitstehen. Sodass du vielleicht auch diese ganze Entwicklung zwischen euch beiden von einer höheren Perspektive aus besehen kannst, ne? Von einem anderen Standpunkt aus. Ja,
Dir würde es, also du wartest eigentlich auf eine schnelle Antwort. Ja, ich sehe hier schon ein bisschen die Ungeduld bei dir und du hoffst auf Kommunikation, du hoffst womöglich auch auf andere Nachrichten, die noch reinflattern könnten. Wartest hier vielleicht auch auf eine Antwort, auf ein Ergebnis, auf Nachrichten und auf Kommunikation. Du rechnest auch damit, dass dich das, was du hier tust, dass dich das auch geistig anregen wird, ne? Dass dich das auch geistig fordern wird und dass du viel Trubel um dich herum haben wirst, der sich inspirierend bei dir bemerkbar macht. Also du hast auch auf Geistesblitze und neue Ideen und neue Anregungen. Ja, und dann wirst du zum Ende der Woche dem Ritter der Kelche begegnen, was natürlich hier mit dem Ritter der Scheiben in Verbindung stehen kann, aber auch mit dem Prinzen der Stäbe. Das könnte hier alles auch die gleiche Person sein, ne? Könnte aber auch noch eine weitere Person sein. Also ja, wenn Hofkarten, wenn so viele Hofkarten da sind, sind die Interpretationsmöglichkeiten immer sehr vielfältig. Aber das sieht mir auch, natürlich kann die Karte sich auch auf dich beziehen. Das sieht mir hier nicht aus nach einer gereifteren zwischenmenschlichen Situation. Hier zeigt sich auch viel Fürsorge, viel Liebe, viel Großherzigkeit, soziales Engagement, Hilfsbereitschaft und natürlich auch ein Hauch von Romantik, ne? Dass man hier sehr liebevoll miteinander umgeht, dass es sehr zärtlich werden kann. Und dies auch auf eine gereifte Art und Weise, ne? Und dass es hier auch natürlich auch viel um Zwischenmenschlichkeit geht. Dass man sich auch gegenseitig die Emotionen zeigt, auch sehr emotional zueinander ist einfach. Ja, und hier geht es wirklich um Geborgenheit. Dieser Mensch oder du als dieser Mensch wirst dich im Laufe der Woche wirklich sehr geborgen fühlen und auch irgendwie das Gefühl haben, dass etwas heranreift in deinem Leben, dass ein Entwicklungsprozess schon längst seinen Gang genommen hat und sich weiterentwickelt und auch so allmählich Blüten trägt und aufblüht, sich erfreulich entwickelt, sich weiterentwickelt und einfach auch dir eine Situation verschafft, die dir viel familiäre Geborgenheit schenkt, viel Stabilität, eine Energie, in der du dich dann auch ein wenig fallen lassen kannst und einfach das, was erfüllt ist in deinem Leben, voll und ganz genießen kannst. Erfolg kommt hier auf dich zu. Viele verschiedene Entwicklungen werden zusammen sich führen, werden zusammengeführt werden und dir eine bereichernde Situation schenken. Ja, in der du mehr Stabilität und vielleicht sogar auch mehr finanzielle Möglichkeiten bekommen wirst. Etwas blüht hier auf, ne? Etwas trägt Früchte. Definitiv. Und das halt auch, du wirst es rein faktisch auch spüren, ne? Also das ist auch sichtbar, direkt erlebbar. Also du kannst mit Erfolg im Privatleben als auch im Berufsleben rechnen. Durch diesen Ritter der Kelche oder als diese Person. Das kommt sehr darauf an. Aber hier bekommst du auch Geschenke, ne? Für deinen geleisteten Einsatz in der letzten Zeit. Vor allem über die Liebe, ne? Dass dir viel Liebe, viel Großherzigkeit zuteil wird. Aber auch wahrscheinlich auch rein finanziell, ne?
zeigen sich hier sehr positive Auswirkungen und eine bereichernde Situation. Also das sind sehr schöne Ausblicke, ne? Und du wirst merken, ja, dass du im Laufe der Woche immer mehr Erfolg mit dem haben wirst, was dir durch den Kopf geht, was dir wichtig ist. Und dir dann auch noch sehr viel soziale Aufmerksamkeit dafür zuteil wird, ne? Dass man dich wertschätzt, dass du Wertschätzung erlebst, bekommst, Lob und Anerkennung. In dieser Energie ist auch eine Gehaltserhöhung möglich oder eben eine Beförderung. Oder es bezieht sich halt voll und ganz auf deine private Situation und du wirst feststellen, dass deine familiäre Situation hier sich sehr erfreulich weiterentwickelt oder vor allem auch deine partnerschaftliche Situation. Ja, wirklich sehr, sehr schöne Aussichten. Und was sagt das Mondorakel zu deiner Situation? Nimm dir Zeit zum Ausatmen. Ja, es geht hier wohl womöglich wirklich sehr darum, die Situation voll und ganz zu genießen und sich auch bewusst zu machen, dass vieles von dem sich deswegen so entwickelt, weil man hier viel Arbeit investiert hatte in der Vergangenheit, ne? Schließlich hast du hier diese sehr gute Lösung in deinem Leben gefunden und integriert und das trägt jetzt Früchte. Also und diese Situation hat das Potenzial, noch sich noch weiter positiv zu entwickeln, ne? Sehr schöne Aussichten sehe ich hier für dich, lieber Wassermann, in dieser Woche. Du wirst sicherlich eine sehr angenehme Woche haben. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine wunderschöne Woche mit vielen tollen Erfahrungen und Erlebnissen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.